Kürzlich hatte ich euch bei mir auf dem Kanal den Opel Grandland X Hybrid vorgestellt. Heute steht sein Bruder vor der Kamera, denn der hat gerade eine komplette Modellüberarbeitung jetzt frisch bekommen. Der Peugeot 3008 Hybrid steht hier vor der Kamera. Wir schauen uns heute mal an, was hat sich denn beim Facelift verändert und vor allem, wie fährt sich denn der Peugeot 3008 gegenüber dem Opel Grandland X Hybrid. Wenn euch das Ganze jetzt interessiert, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, das Ganze liked, gerne auch teilt und vor allem kommentiert, welcher euch vielleicht sogar besser gefällt, der Opel oder der Peugeot. Und damit starten wir jetzt in die Vorstellung des Peugeot 3008. Es war Ende 2016, als Peugeot den 3008 eingeführt hatte, und zwar mit einer komplett neuen Designlinie, die wirklich eingeschlagen ist wie eine Bombe. Die Kunden haben die Verkaufsräume gestürmt und haben den Peugeot 3008 wirklich sehr gut angenommen und ihn auch sehr hoch frequentiert gekauft, so dass dann erst einmal lange Lieferzeiten entstanden. Jetzt ist das zwar ein bisschen abgeebnet, aber jetzt kommt genau zur richtigen Zeit eben die Modellüberarbeitung. Und hier hat sich vor allem was an der Front getan, wie man so schön sagt, eben ein Facelift. Wir haben jetzt einen komplett neuen Kühlergrill, der jetzt rahmenlos ist und ein bisschen in die Scheinwerfer hin und in die Frontmaske komplett weiter verläuft. Neue LED-Scheinwerfer serienmäßig an Bord, Leuchtstärken reduzierte Eco-LEDs ab der Basis und dann die neuen Full-LED-Leuchten, immer serienmäßig, und das ist ja das neue Designmerkmal, ist dieser Säbelzahn, der dann aus dem Scheinwerfer hinausläuft, beziehungsweise hier beim Voll-LED-Scheinwerfer in den Scheinwerfer hineinläuft. Ja, ich würde sagen, er hat damit schon mal mehr an Dynamik gewonnen, schaut deutlich frischer aus, gefällt mir unheimlich gut, aber schreibt mal unten in die Kommentare, wie euch der Peugeot 3008 mit der neuen Maske gefällt. Wir fahren hier übrigens das GT-Modell, also die höchste Ausstattungslinie mit dem GT-Pack. Ja, es hat sich ein bisschen was verändert. Nun gibt es die Ausstattungslinien Active, Active Pack, Allure und Allure Pack sowie GT und GT Pack. Also man hat das alles ein bisschen zusammengeschrumpft, was die Ausstattungen angeht, ein bisschen übersichtlicher gestaltet. Laut Peugeot auch den Kundenwünschen angepasst. Zudem über 80% wünschen und kaufen eh die Ausstattungsvariante Allure. Das wird sich jetzt hier auch nicht verändern. Neu allerdings jetzt ein Black-Paket. Wir haben schwarze Leichtmetallräder, schwarze Außenspiegelkappen, schwarze Einlässe, vor allem auch am Heck. Und die Länge hat sich nicht verändert. 4,45 Meter ist er weiter lang. Das hat man auch beim Hybrid. Ist das Gewicht allerdings natürlich recht hoch. 1,9 Tonnen stehen hier auf den Achsen. Was wir haben, sind jetzt neue LED-Rückleuchten, die sind etwas nachgeschärft worden. Anstatt 3 Krallen haben wir jetzt zwar 6 feine Krallen sozusagen, die hier ausgearbeitet worden sind. Das war es dann aber auch schon am Heck. Und wenn wir schon da sind, dann würde ich sagen, schauen wir jetzt einfach mal hinter die Kofferraumklappe, was sich denn da verbirgt und was da reingeht. Optional öffnet die Heckklappe elektrisch und gibt dann den Weg frei für einen quadratisch praktisch aufgeräumten Kofferraum. Bei der Hybrid-Variante sehen wir schon, hier gibt es so eine kleine Stufe, die ist beim Benziner nicht drinnen. Doppelter Laderaumboden, ja, ist soweit vorhanden. Sehr schön finde ich, dass hier wenigstens die Kabel sauber aufgeräumt sind. Da hat einer ein bisschen mitgedacht. Das findet man ja mittlerweile nicht allzu oft derzeit in der Umwelt. 395 Liter passen hier standardmäßig hinein. Beim Verbrenner sind es 520 Liter. Die Rückbank ist im Verhältnis 60-40 bei allen Varianten umlegbar und damit lässt sich auch der Kofferraum angenehm erweitern. Die Ladekante, wie man sieht, ja, so ein bisschen muss ich meine Tasche erhöht hier hineinstellen. Wenn sie nicht zu schwer ist, ist das ganz gut. Aber ansonsten ist das das Übliche, ja, ungefähr ein bisschen knapp oberhalb Kniehöhe. Wem der Platz nicht reicht, gibt es da unten noch eine Anhängerkupplung. 1200 Kilo ist die Anhängelast beim Hybrid. Bei den Verbrennern sind das 1,5 Tonnen. Und wenn ihr die Stützlast braucht für eure E-Bikes, da sind es 64 Kilo Maximalgewicht.
Ich habe es mir gleich mal hier im Fond gemütlich gemacht beim Peugeot 3008. Vordersitz ist gleich auf meine Größe von 1,78 eingestellt. Wie man sieht, ich bin ja nicht der Schlankeste, sondern durchaus etwas korpulenter unterwegs. Fühle mich aber dennoch hier sehr gut untergebracht. Die Sitzbank ist etwas tief montiert. Man sieht auch bei mir, selbst mit meiner Kürze, dass meine Beine etwas leicht ansteigend sind. Die Füße kriege ich gerade so, wenn der Sitz ein bisschen höher eingestellt ist, unter den Vordersitz. Kniefreiheit habe ich kein Problem. Kopffreiheit dank des Panoramaglasdach etwas eingeschränkt, aber völlig ausreichend. Die Kopfstütze, wenn man die auszieht, geht sie angenehm weit raus. Was habe ich hier hinten noch so unterzubringen? Luftauslässe haben wir hier in der Mittelkonsole, ein 12-Volt-Stecker für erweiterte Stromversorgung plus zwei USB-Buchsen. Das ist schon mal gar nicht verkehrt. Völlig ausreichend, wenn man auch mit Kindern unterwegs ist. Apropos Kinder, da ist die Möglichkeit, mit Isofix diese Kindersitze sicher gut unterzubringen. Die liegen frei. Haben wir auch hier so eine kleine Öffnung, da findet dann der Kindersitz seinen Weg in die Führungsschiene hinein. Ja, hier hinten fühlt sich's gut an und ich würde sagen, wir schauen einfach mal, wie sich's vorne anfühlt. Mein Lieblingsplatz ist natürlich vorne links hinter dem hier sehr klein gehaltenen Lederlenkrad. Das ist ja die Besonderheit, die Peugeot auszeichnet, dieses sogenannte iCockpit. Das heißt, unten und oben abgeflachtes Lenkrad. Darüber der Blick auf ein voll digitales Kombi-Instrument, welches individuell einstellbar ist. Das ermöglicht uns hier diverse Anzeigen durchzuschalten, Fahrhilfen, Anzeigen, also die klassischen Rundtuben, die wir uns hier anzeigen lassen können. Hier sehen wir auch speziell für den Hybrid, wir haben noch eine Energieflussanzeige, die hier noch reinkommt. All das ist hier wunderbar einstellbar und auch personalisierbar. Aber wenn wir jetzt erst einmal auf die Sitzposition zurückkommen, ich sitze hier auf Sportsitzen in der GT-Variante. Die Sitze sind angenehm ausgeformt, bieten hier aber keine ausziehbare Schenkelauflage. Dazu braucht ihr dann in der Tat die optional angebotenen AGR-zertifizierten Sitze, AGR, Aktion gesunder Rücken, für noch mehr Langstreckenkomfort. Die gibt es aber, glaube ich, nur in Verbindung mit dem Nappa-Leder. Würde ich euch auf alle Fälle empfehlen. Ist ein sehr guter Aufpreis wert, sind auch dann elektrisch einstellbar und mit Massagefunktion ausgerüstet. Kopfstütze geht weit genug für mich hier raus. Kopffreiheit habe ich hier vorne immer noch genügend. Und das Lenkrad ist natürlich in Höhe und Tiefe ausreichend weit verstellbar. Ob jeder aber die optimale Sitzposition findet, um auf das digitale Kombi-Instrument zu gucken, muss und sollte jeder bei einer Probesitzaktion oder Probefahrt vorher selbst prüfen. Jetzt gehen wir einfach noch mal ganz kurz hier so ein bisschen auf den Innenraum ein. Und genau hier beschränken sich die Modifikationen, insbesondere hier auf den neuen Bildschirm. 10 Zoll groß ist er jetzt. Für meine Begriffe auch etwas feiner aufgelöst. 12 Zoll bietet das immer standardmäßig vorhandene digitale Kombi-Instrument. Die Bedienung des Touchscreens ist sehr gut. Man hat hier große Tasten, um direkt zum Beispiel hier ins Klimamenü zu wechseln. Die Erreichbarkeit des Touchscreens ist ebenfalls sehr gut. Er ist sogar leicht zum Fahrer hin orientiert, sodass die Bedienung selbst während der Fahrt leicht von der Hand geht. Ebenfalls gut, und das ist der nächste Punkt, was ich ja sehr mag bei Peugeot, sind diese Klaviertasten, die man hier hat, als Direktwahltaste für Audio, für Klimabedienung, Navigation oder Fahrzeugeinstellungen und Telefon, Fahrzeugkonnektivität, entweder die Peugeot Connect Apps oder aber wir haben noch die Möglichkeit, Apple CarPlay bzw. Android Auto hier ins Fahrzeug zu holen. Den Schalter für die Warnblinkanlage, der ist tendenziell für mich ein Stück zu weit rechts. Hätte ich mir vielleicht immer noch etwas präsenter hier unten vielleicht gewünscht, aber das sind persönliche Präferenzen. Darunter sehen wir dann noch einen USB-Anschluss sowie eine 12-Volt-Buchse und eine induktive Ladefläche. Die ist gummiert, dass das Handy auch nicht umeinander fliegt. Sehr schön auch hier noch ein manueller Drehknopf für
die Lautstärkenregulierung oder das An- und Ausschalten des Infotainment-Systems. Darunter in der Mittelkonsole, die sehr breit ausgeformt ist, haben wir den Automatikstick für die 8-Gang-Wandlerautomatik, die hier verbaut ist, auch beim Hybriden. Der Start-Stopp-Knopf, die Fahrmodi sind hier untergebracht. Dann haben wir noch eine elektronische Parkbremse, 2 Cupholder und ein sehr großes Ablagefach hier in der Mittelkonsole. Da können durchaus auch 1,5 Liter PET-Flaschen untergebracht werden. Und bevor ich jetzt hier mich noch verliere in irgendwelchen Ablageflächen oder aber in sonstigem, würde ich sagen, es geht jetzt auf die Straße und wir fahren den Hybrid. Bereits auf den ersten Metern fällt auf, dass der Peugeot 3008 als Hybrid ein durchaus straff abgestimmtes Fahrwerk hat. Also kurze Stöße mag er nicht unbedingt, die werden relativ trocken weitergegeben. Wenn man dann etwas zügiger fährt und auch die Beladung etwas höher wird, dann wird es allerdings merklich besser mit dem Federungskomfort. Unkomfortabel ist es natürlich nicht. Dafür, das ist ja bei den Franzosen so, Komfort steht ja immer noch sehr, sehr hoch oben im Lastenheft. Also von dem her ist das alles noch gut erträglich. Jetzt schauen wir aber mal, die Antriebsvariante kennen wir ja vom Opel Grandland X Hybrid. Das heißt, wir haben einen Elektromotor an der Vorderachse, der 110 PS leistet und den 1,6 Liter Turbobenziner mit 181 PS an der Vorderachse. Zusammen gibt es eine Systemleistung von 225 PS und 350 Newtonmeter Drehmoment. 8,7 Sekunden geht es auf Tempo 100, 225 Stundenkilometer ist der Wagen schnell. Also 135 km/h kann er rein elektrisch maximal fahren. Und die Reichweite mit der 13,2 Kilowattstunden fassenden Batterie liegt laut Norm bei 56 Kilometern. Ich habe aber ein Verbrauchsvideo gemacht mit dem Opel Grandland X Hybrid und dem DS7 Crossback E-Tense 4x4. Da könnt ihr mal reinschauen, was der Antrieb wirklich in der Praxis leistet. Ansonsten hier jetzt im aktuellen Mix. Wir sind aber auch sehr viel mit Benzin jetzt unterwegs gewesen, um ein bisschen die Energie zu sparen für rein elektrische Fahrten. Da kommen wir auf rund 6 Liter Durchschnittsverbrauch. Finde ich für das 1,9 Tonnen schwere SUV immer noch sehr, sehr gut. Und wer den Wagen laden möchte natürlich, und das solltet ihr auch, wenn ihr schon bitte ein Plug-in-Hybrid kauft, dann habt ihr eine Ladezeit von 7 Stunden an der Haushaltssteckdose zu Hause oder aber 2 Stunden 45 an einer 22 kW Ladesäule, wenn ihr den optionalen Onboard-Charger mit maximal 7,4 kW für 300 Euro Aufpreis euch auch noch gönnt. Der Peugeot 3008 mit seinem Facelift gefällt mir persönlich wirklich richtig gut. Ich fahre den Peugeot 3008 auch unheimlich gerne, weil es ein ja, eher sportlich orientiertes Fahrzeug ist. Wenn man denn einfach mal jetzt den Preisvergleich rausholt, 44.100 Euro mit 19% Mehrwertsteuer wohlgemerkt, verlangt Peugeot für den Anfang 21 erhältlichen 3008 Hybrid. Es gäbe dann noch für rund 5.400 Euro mehr den Hybrid 4, also zwei Elektromotoren, Allradantrieb, 300 PS Systemleistung. Für den, der die Allradversion haben möchte oder sagt, boah, ich brauche doch noch mal ein bisschen mehr Power unter der Haube. Ich würde aber den Hybrid nehmen, der fährt sich angenehm sportlich, hat ausreichend Kraft. Der Opel Grandland X Hybrid, den ich euch schon vorgestellt hatte, als Elegance kostet
560 Euro mehr als der Peugeot. Also es ist interessant, dass man da den Preis so ein bisschen gedreht hat, dass der Opel mittlerweile teurer ist als der Peugeot. Die günstigste Variante auf dieser Plattform, Hybrid zu fahren, stellt dann der Citroën C5 Aircross Hybrid dar. Und die luxuriöseste Variante hatte ich euch auch schon vorgestellt. Das ist der DS7 Crossback E-Tense. Und welchen ihr nehmen würdet, das dürft ihr mir jetzt unten in die Kommentare reinschreiben. Ich bedanke mich, dass ihr reingeschaut habt und vergesst den Kanal nicht zu abonnieren, das Ganze wie gesagt zu kommentieren und zu liken. Und dann sehen wir uns demnächst auch wieder zu einem neuen Video. Und ich sage Tschüss und Servus, euer Ui.